Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 Stoic Challenge. Wir beschäftigen uns mit Frustration, freier Wille, Fatalismus, mit all diesen erfreulichen Dingen und wir sammeln dabei Sachen ein. Izalith Staff, das ist mit Sicherheit ein Sorcery Staff, der wahrscheinlich irgendwie ein bisschen besser ist als der, den ich bislang benutzt habe. Meine Sorcery bislang ist ja eh erbärmlich. Wir gucken gerade mal Sorcerer Staff. Was ist jetzt? Ach, den kann ich gar nicht benutzen. Woran scheitert es? Es scheitert an meiner Intelligenz und an meinem Glauben. Gut. Und was wäre der Vorteil? Spellbuff 20, Spellbuff 100. Ach so, er hat wahrscheinlich 20, weil ich ihn eben noch nicht benutzen kann. Gut. Das war die Stelle, an der wir letztes Mal die Illusionen beiseite geräumt haben und dann diese Truhe aufgemacht haben. Hier unten waren Basilisken, die habe ich jetzt aber gerade schon, während die Aufnahme nicht lief, aus dem Weg geräumt, sodass hier Frieden herrscht. Es waren ganz schön viele von denen. Wie gesagt, das sind ja unerfreuliche Gegner, weil die diesen Curse verhängen können. Ich habe nach wie vor die. Was mag hier an der Seite? Ein Bloodstain, kein gutes Zeichen. Wobei die Basilisken natürlich, wenn man vor denen wegrennt, können die einen da auch sehr leicht umbringen. Was kommt da denn? Das sieht nicht gut aus. Eieiei. Was ist das denn für eine Scheiße? Okay. Bin jetzt nicht so richtig froh, dass ich weitergemacht habe. Weil jetzt müssen wir wieder durch den ganzen Sülz durch. Für ein paar kümmerliche 1000 Seelchen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir da an einem Ende ankommen, wo man sagen kann, jetzt ist gut und wir gehen stattdessen nach Irithyll, wo der Plot vielleicht nochmal weitergeht. Ich weiß gar nicht, was wir eigentlich sollen, außer Items sammeln. Und als besondere Pointe natürlich Items, die wir gar nicht benutzen können, weil wir die Bedingungen dafür gar nicht erfüllen. Und natürlich Titanite Shards sammeln, bis wir uns zu den Ohren wieder rauskommen. Ich traue mich gar nicht zu gucken, wie viele ich eigentlich jetzt schon habe. Das ist wahrscheinlich etwas festgezogen. Kamera stellen. Geht's schon wieder los? Im Kamera-Bullshit. Wie gesagt, die Mechanik ist ja zurecht. Diese Kampfmechanik ist ja zurecht. Wurde die sehr gelobt. Aber manchmal, wenn dann die Schwerter plötzlich an kleinen Ästen hängen bleiben oder die Kamera an so übel mitspielt, dann wundert man sich. Okay. Links ist der Ritter, den lassen wir jetzt auch mal links liegen. Hier sind die Feuerwerfer, die ignorieren wir jetzt auch. Ich weiß aber auch gar nicht, das macht nicht so richtig viel Sinn, was ich hier mache, weil, also ich werde einfach nur die Seelen holen und diesen Gegner da unten erstmal seinem Schicksal überlassen. Weil ja auch die Art und Weise, wie der mich besiegt und wie der mich besiegt hat, nicht unbedingt dafür spricht. Ja. Dass ich da große Chancen habe. So, wir können ja mal ein bisschen über freien Willen und Computerspiele reden. Das habe ich ja letztes Mal schon angeschnitten.
Auch mit dem Verweis auf Bioshock, was ja in seinem Plot da drauf eingeht. Da gibt ja, ich will jetzt nicht Bioshock hier in einem Video über Dark Souls spoilern, aber in Bioshock stellt sich, nachdem ich gerade sage, ich will es nicht spoilern, mache ich es beinahe, aber ich glaube, ich mache es auch, denn also wer Bioshock noch nicht gespielt hat, sollte jetzt vielleicht die nächsten 5 Minuten hier überspringen. Aber das ist zu diesem Zeitpunkt, irgendwann muss ja auch mal gut sein mit dieser Spoiler-Panik. Sollte man das alles kennen. Uiuiui. Ah, da ist die Curse Bar direkt zu einem Drittel voll. Es könnte natürlich sein, dass wenn man einen Ember hat, bei Dark Souls 1 war es ja so, dass man Curse-resistant wurde, wenn man Humanity aufgelegt hat. Vielleicht hängt das hier mit dem Ember zusammen. Mal das mal, ob uns das irgendwie ein bisschen weniger anfällig macht. Oh, diese Basilisken. Ein nerviges Gesindel. Was ist das denn? Das sieht eher aus, als wäre es gefährlicher mit Ember. Das ging jetzt aber sehr schnell gerade. Nein! Das gibt's doch nicht. Ah, das ist ein. Das sind nervige Gegner, mein lieber Schwan. Nein! Hör mal auf! Das ist doch. Ja, jetzt habe ich große Spoiler angekündigt und dann sind mir die Basilisken dazwischen gekommen. In Bioshock 1 stellt sich am Ende, ganz am Ende des Spiels raus, dass die Story, die man von Anfang an erzählt bekommen hat, gelogen war. Oh, da ist wieder der fiese Fensterling. Ich werde wieder nicht dazu kommen, das zu erzählen, weil ich jetzt erstmal alle Seelen wieder möchte. Und ganz am Ende stellt sich raus, dass die Hauptfigur, die man gespielt hat, von einer anderen Hauptfigur in der Jugend konditioniert wurde, sodass, wann immer man zu ihr sagt, "Would you kindly kill that basilisk for me?" Hm? Der steht an einer etwas ungewöhnlichen Stelle für einen Gegner, aber offensichtlich ein Gegner. Gucken wir mal. Nee. Das hat ja gar nichts gebracht. Ich wünschte, das Ausweichen würde funktionieren. Beziehungsweise, genau genommen, muss man sagen, wünsche ich, ich wüsste, wie es geht. Denn es funktioniert ja. Kann es nur nicht. Auch dieses Backstabben, das ist ja, wenn man sich Profispieler anguckt, die das einfach quasi jedes Mal schaffen, in den Aufnahmen, die sie online stellen. Das muss ja auch jetzt nicht so sein, dass. Aha. Was ist das für eine kuriose tote Gasse hier? Keine Illusion, na gut. Dann gehen wir mal die Leiter hoch. Also die Hauptfigur ist konditioniert. Jedes Mal, wenn eine andere Figur "Would you kindly" sagt, etwas zu machen. Und das Ganze ist natürlich als Metapher ein Kommentar über das Computerspiel selber. Also abgesehen davon, wie gesagt, das ist auch so ein bisschen die philosophische Haltung von Ayn Rand parodiert. Und diesen unbedingten Freiheitsanspruch, der da drin steckt, in Frage stellt.
stellt es vor allem die Mechanismen von Computerspielen in Frage, die einem eben die ganze Zeit die Illusion geben, du hast die Wahl, du kannst nach links oder rechts gehen. Und wenn man es dann aber zu Ende gespielt hat, stellt sich heraus, man hatte mitnichten, man hat überhaupt keine Wahl gehabt, sondern ob man jetzt zuerst links oder rechts geht, macht keinen Unterschied. Das Spiel verläuft im Ganzen am Ende identisch. Oder noch schlimmer, schlecht designte Spiele, man geht links oder rechts und kommt an derselben Stelle raus, gar nicht am Ende, sondern es ist sehr schnell klar, dass das eine bedeutungslose Entscheidung war. Okay. Dieses Ding nervt auch so ein bisschen. Der ist jetzt hinter diesem Türmchen da offenbar. Also alles. Ah nein! Und dann auch noch Bone Wheels. Also alles, was wir jetzt geschafft haben, indem wir da unten ins Loch gesprungen sind und uns dann durch diesen ganzen Tunnelwust gewühlt haben, ist mit dieser Kanone ein bisschen näher zu kommen. Das ist ein mühsames Geschäft. Und wie gesagt, dann auch noch Bone Wheels. Aber da hinten ist es nicht alt. Da kann ich ja nicht widerstehen. Ganz gut. Was hat uns diesen Weg hier gezeigt, den ich sonst übersehen hätte? Oh. Bone Wheels. Da brauchen wir auf jeden Fall das Schild. Lebst ja immer noch. Ist jetzt mal Ruhe hier. Eieiei. Ambush ahead. Das ganze, der ganze Bereich hier unten ist ein einziger Ambush. Also das sieht so ein bisschen aus, als wäre das dramaturgisch so angelegt, dass man einfach sich zu diesem Geschütz da sehr, sehr mühsam vorarbeiten muss. Da oben leuchtet... was da leuchtet. Hier stehen Skelette. Ich gucke die Wand an. Ist da was zu sehen? Geschmack als ich. Kenne ich euch? Weiß ich, wie gefährlich ihr seid? Diese Bullshit-Künstler. Oh, 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 oh. Lass es gut sein! Ey, lass mich doch mal im Gegenangriff ja auch machen. Das ist doch nicht zu fassen. Gut, das sind wieder Gegner. Also in Dark Souls 3 ist die Strategie offensichtlich nicht blocken und Gegenangriff, sondern Oh, nee. Ach du Scheiße.
darf das nicht wahr sein. Das ist schon wieder mal sehr weit jetzt. Und dann verlaufe ich mich auch noch hier gegen Schlangen. Oh, das kann doch schon wieder, das ist so weit. Vermutlich mal, dass ich schon wieder irgendwie einen Bonfire gesehen habe. Verbraucht extrem viel Ausdauer. Das ist vielleicht nicht die richtige Waffe hier. Okay. Das geht jetzt natürlich vielleicht alles ein bisschen schneller, wenn man an vielen Sachen hier vorbeirennen kann. Ob ich jetzt natürlich da unten an diesen Basilisken vorbeirennen sollte, das weiß ich nicht so genau. Basilisken-Region. Nein! Nein! Tja. So ist das mit der Frustration und dem Stoizismus. Erschwert wird das Ganze dadurch, dass ich alles andere als sicher bin, dass wir hier überhaupt sein sollten. Ich meine, das ist das Prinzip des Spiels, das weiß ich natürlich nicht alles. Und das ist gut. Immerhin werden wir hier mit einer Unmenge von Titanite Shards rauskommen. Und das doch alles wert. Titanite Shard. Wie viel habe ich denn jetzt? Seelen. 18 Crack bei 3 Orbs. Wo sind denn die Titanite Shards? Sind hier gar nicht aufgelistet? Ja. 60. Das ist, ich. Ja. Ich weiß nicht, ob man falsch spielen kann, aber offensichtlich, wenn man das kann, dann mache ich das gerade. Wollte ich nicht stören. Bleib ruhig, wo du bist. So. Und viele waren es ja nicht, aber ein paar Seelen haben wir da hinten doch, können wir wieder bekommen.
Das ist sogar auf dasselbe Loch von der anderen Seite gewesen. Ich hätte mich schon gefragt, warum es denn zwei solche Löcher gibt, aber ne. Ist gar nicht so. So. Okay. Was brauchst du nochmal für eine? Feuerspann. Ach ne. Da ist ein Ratentier. Genau, dann haben wir letztes Mal von oben drauf gesprungen. Ich wollte gerade schon sagen, da waren da noch mehr. So, und dann sind wir jetzt wieder an der Stelle, wo die Basilisken nerven. Und man könnte jetzt versuchen, da durchzurennen. Das Problem ist nur, dass ich nicht mehr genau weiß, wie die Geografie ist. Und wenn uns gleich vier oder fünf Basilisken in die Enge treiben, dann geht der ganze Spaß von vorne los. Aber ich probiere es jetzt trotzdem. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oh, geh mir aus dem Weg. Blöder Basilisk. Nicht so schlimm. Ach ja, genau. Nehmen wir den wieder. Kann man den auch? Na! Also, das ist doch irgendwie. Nein, 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 nein. Oh. Okay. Das war gewissermaßen knapp. Also ich möchte jetzt eigentlich nur noch das Bonfire finden und dann wäre auch diese Folge beendet, ohne großen philosophischen Inhalt. Ich habe ja gerade mit Bioshock angefangen und dem freien Willen und dem freien Willen im Computer. Hälfte übersehen schon wieder. Moment, da kommt man gar nicht. Aha, da muss man von oben runter springen. Interessant. Nicht schlecht. Ah, ein Bogen. Lohnt sich immer in diesem Spiel, sich in alle Richtungen umzugucken. Ja, Computerspiele, wie gesagt, sind ja das interaktive Medium, das uns immersiv in eine Welt reinlässt, in der wir dann bestimmen können, wie alles verläuft. Jada, jada, bla, bla. Und das stimmt ja alles nur so im Mittel. Ach, Mann! Oh, das ist doch eine Scheißmechanik. Nicht kommen sieht und die dann so einen Schaden anrichten. Das stimmt, die Bone Wheels. Ich hatte die Bone Wheels vergessen. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die sind aber, auf die nicht vorbereitet ist, gehören die zu den immer freudigsten Gegnern, die dieses Spiel zu bieten hat. Weil die so schnell sind und werden so viel Schaden machen. Himmel! Diese Kamera. Okay. Also hier waren die Bone Wheels, hier gibt es bestimmt keinen Bonfire. Betrachter. Ja, also wenn es ein Bonfire gibt, dann wird es hinter diesen beiden, es sind auch noch zwei davon, als wäre einer nicht unerfreulich genug, aber das wird dann wohl das letzte Hindernis vor dem nächsten Bonfire sein. Das kann, also das wäre ja alles andere. Nein, jetzt nicht beide zugleich, bitte, danke.
Das ist nicht nötig. So. Komm. Komm. Also ich weiß gar nicht, ob ich das Schild brauche, weil blocken. Naja, mal sehen. Das ist hier sowas gegen die hier ausweichen, die der Wahl ist. Noch ein Titanite Shard. Ich vermute mal, dass die maximale Zahl von Titanite Shards 99 sein wird, dem näher ich mich allmählich. Ich muss jetzt mal wirklich anfangen, mit dem was anzufangen. Das hat so ein bisschen was von Alien, von diesem versteinerten Außerirdischen, der in einem Alien-Schiff sitzt. Das ist das Geschütz. Kann man das irgendwie stilllegen vielleicht? Hier auch gar kein Bonfire. Vielleicht war das der ganze Sinn des Levels, hier raufzukommen, dieses Geschütz stillzulegen. Ja, dass wir in die andere Richtung gehen können. Okay. Hier oben ja noch ein blauer Schein zu sehen. Da möchte ich gerne einen Blick haben. Von hier aus deutlich dunkler als von unten und nicht erreichbar, wie es aussieht. Ne, das war's wohl. Die Kriegsmaschine, die hier weiß der Teufel wie reingekommen ist in diese Höhle, stillgelegt. Das ist auch ein bisschen seltsam, dass diese Kriegsmaschine hier ein, naja, nicht hinterfragen. Aber das sieht ja hier eher nach Panzer und Fahrbar aus, während dann der Hebel, mit dem man sie stilllegen kann, fest mit einem Fundament in den Boden verankert ist. Wie dem auch sei. So, wir gehen einmal hier runter. Und direkt 40% der Health weg. Dann gehen wir mal hier runter. Das sollte jetzt weniger Schaden machen. Ja. So, Blick zurück. Nicht, dass wir hier krabben. Was bewachen die eigentlich? Ich sehe nichts. Interessiert mich nicht. Nochmal und ein letztes Mal. Okay. So. Jetzt haben wir da hinten ja eine Treppe. Hier allerlei Items, die wir jetzt endlich einsammeln können. Und natürlich immer noch diesen Wurm, mit dem wir uns auch noch rumschlagen müssen. Plus. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht sterbe, weil ich zuletzt an dem Bonfire ganz unten geruht habe. Und wenn ich jetzt hier oben sterbe, dann lande ich wieder da unten und muss diese ganze
Weg nach draußen normal machen. Deswegen gucken wir jetzt erstmal, dass wir an das andere Bonfire kommen. Das müsste, wenn ich mich nicht irre, hier sind wir, glaube ich, reingekommen. Genau, und da oben ist das Bonfire und dann setzen wir es da zurück. Wie das da unten heißt, weil Catacomb of Carthus gibt es ja schon als Bonfire. Old King's Antechamber. Sehen wir an. Abandoned Tomb. Old King's Antechamber. Ich weiß nicht, ob das ein Vorgeschmack ist, dass wir als Boss in diesem Areal es mit dem Old King zu tun bekommen. Sie macht das gar nichts. Nicht so schön. Blödsinnigen Menü, geh weg! Das interessiert mich nicht! Eine sehr skurrile Designentscheidung, dass diese belanglosen Nachrichten so lange da stehen. Gut, jetzt haben wir uns an dem einfach vorbeigemogelt. Gedacht ist wahrscheinlich nicht, aber so war es. Knapp genug war es. Für einen kurzen Moment war ich quasi tot. Und noch ein Titan-Match als. Oh. Das ist jetzt auch schon mehrfach passiert, dass kleine Goodies verwendet wurden, um quasi einen Wegweiser aufzusetzen. Das wird schon ausgedehnt hier unten. Geht auch gerade ein bisschen zu forsch hier voran. Ja. Oh, vielleicht sind wir jetzt im selben Raum wie vorhin noch von oben. Könnte hinkommen.
Ach, das ist der Raum mit den Statuen und den feuerspeienden, was immer das sein soll, Kugeln. Feuerkugeln. Ach, guck mal an. Haben wir eine Treppe übersehen. Die hier sowieso rausgeführt hätte. Okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass hier sonst nichts weiter zu holen ist. Vielleicht noch ein Item hier am Ende von diesem Gang. Oh. Das ging schnell. Okay, also das jetzt noch zu Ende ausräumen und dann einmal ein Ember auflegen und gucken, ob hinter dem Fog Wall tatsächlich der Old King lauert. Und dann sollte dieses Areal vielleicht auch erledigt sein. Los! Warum ist denn das so inkonsistent? Das hat jetzt sehr viel länger gedauert als vorhin. Also sehr viel, nicht länger, sondern sehr viel mehr Treffer erfordert als vorhin. Den umzubringen. Ja, das ist gut. Kommt mir wahrscheinlich einzeln besser klar als einmal. Was ist diese Kamera? Was ist zum... Zum junge Hundlerkriege. Wie man in einem fernen Land sagt. Es ist zum junge Hundlerkriege. Endloser Strom von Titanite und Large Titanite Shards. Also wie gesagt, bei Bedarf. Bin ich hier nicht gekommen vorhin? Hab ich ja völlig übersehen alles. Nee, hä? Mal an. Was? Ah, Himmel! Gibt's doch nicht. Ganze Zeit! Spielt die Kamera völlig verrückt. Nee, hier war ich offensichtlich noch nicht. Ah, könnte euch so passen. Das hätte ja beinahe auch funktioniert. Spiel. Hm, da klappt ja vielleicht auch noch. Was ist denn das jetzt für eine Scheiße?
Was soll denn das Spiel? Meine Güte. Oh, komm. Come on. Schadens belohnt. Ich glaube, diese Dinger sind so eine Art Minen. Und wenn die mich sehen, dann fliegen sie zu mir und treffen mich. Und diese Dinger sind so eine Art Nervensägen. Wenn die mich sehen, dann sägen sie an meinen Nerven. Und machen kilometergroße rosa Wolken, violette Wolken. Ernsthaft? Ist das groß genug oder geht es vielleicht noch ein bisschen größer? Ah, das gibt's doch nicht! Auch noch zwei verschiedene Sorten von Statuseffekten. Das ist doch alles. Ja, da wird die stoische Ruhe mal wieder aufs Schärfste geprüft. Ich wollte eigentlich nur schnell meine Seelen wiederholen, jetzt sind sie schon wieder weg. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch runterrenne, weil das, was ich eigentlich wollte, ist ja schon wieder verloren. Was ist denn jetzt gerade los? Wie ging denn das so schnell? Also. Ich habe das Gefühl, dass gerade die Regeln geändert worden sind und man hat es mir nicht gesagt. Wie bin ich denn jetzt bitteschön in dieser Eile gestorben? Mann, Mann, Mann. Dann habe ich diesen ganzen Bereich hier ausgeräumt und werde am Ende überhaupt keine Seelen gesammelt haben, weil ich so oft gestorben bin. Dass der ganze Fortschritt zunichte ist. Das sind super nervige Sägen. Kann man die Sache ein bisschen leichter machen, weil da sind doch viele, ne? Sitzen zwei, da steht noch einer. Und dann noch dieses Kameraproblem die ganze Zeit. Himmel! Das kann doch nicht wahr sein! Ich weiß nicht, was ich hier mache, dass diese Kamera ständig mir hier Wände zeigt und
Irgendwas läuft schief, aber ich weiß gar nicht was. Es kann sein, dass ich durch diese ganzen Säulen und Ecken immer wieder den Fokus verliere und dann die Kamera springt. Also irgendwas an der Mechanik ist hier jedenfalls kaputt. Na, da war jetzt mein Fehler. Erst die Arschgeigen besiegen, dann die Sachen aufsammeln. Okay. Es wird sich rausstellen, dass es da hinten überhaupt nichts mehr zu holen gibt. So. So, hier hängt jetzt an. Es geht doch. Nee, ne? Was ist denn jetzt? Wieso? Macht er denn jetzt? Oh. Ich bin. Ja, weit genug hier. Was soll das denn jetzt? Was gelernt. Dieser schwere Angriff passiert nur, wenn man die Waffe zweihändig benutzt. So, und jetzt möchte ich mal wissen, was hier schief gelaufen ist. Ich habe hier welche Farben, dass es natürlich nicht schief läuft. Nee. Muss man drüber springen? Was soll schief gehen? Scheiße, das gibt's doch alles nicht. Wir sind in den Bereich gefallen, durch den wir uns vorhin gearbeitet haben, aber vielleicht auch nicht, weil erkennen sieht ja eh alles gleich aus, erkennen durch im Moment nichts. Es gibt hier einen Ausgang. Wenn es nur einen Ausgang gibt, dann kann es gar nicht. Ach du Scheiße. Wir sind wieder zurück zum Bonfire. Okay, das ist dann aber nicht so schlimm. Fällt mir gerade auf. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass ich schlecht gesprungen bin. Was vermutlich bedeutet, dass wir an dieses Item so nicht drankommen. Und ich bin auch jetzt nicht besonders scharf drauf, das nochmal auszuprobieren. Ich würde dann jetzt den Ember auflegen und gucken, was ein Bossfight auf uns wartet. Das geht schon mal so. So, hilft uns wer? Oder sind wir auf uns alleine gestellt? Mm-hmm.
Spear Shards. Immerhin noch was gelernt in diesem Spiel. Würmer schnarchen, wenn sie schlafen. Zu holen, weil es wäre jetzt unnötig gewesen. Hilfe gegen den König. Spieler Science gibt es wieder keinen. Die Playerbase so angebrochen ist, dass hier keiner mehr spielt, oder ob ich mit dem falschen Soul Level hier angekommen bin, das kann eigentlich kaum sein. Wie auch immer, es gibt keine Spieler, die helfen wollen. Was ist denn jetzt passiert? Achso, muss ich vielleicht erst den Bossfight triggern, bevor er reinkommt. Ja. Au. Eieiei. So genau, wie ich schon hier sein sollte. Das sind alles. Schöne Schäden, die der macht. Eingehackt. Er hat gerade mal die Hälfte seiner Health verloren. Lass mich gehen! Super. Okay. Das wird jetzt kein gutes Ende mehr nehmen. Er hat jetzt nicht mehr viel Health, aber... Dafür bin ich ja auch alleine. Ja. Was denn? Ja.
Okay, das war knapp, aber Wiedersehen, Demon King. Time for finger. I don't understand these messages. Ja, war jetzt als Bossfight nicht so super spannend. Hatte ein paar interessante Feuerattacken, aber ansonsten war nicht nur mit Taktik, sondern mehr mit Abstand halten und ausdauernd einprügeln. Wäre, glaube ich, dann diese Passage hier beendet. Nicht, dass man diesen Wurm hier besiegen kann. Item unten mag interessant sein, aber nicht dran. Und ansonsten haben wir, glaube ich, weitgehend alles geschafft hier. Geredet haben wir über nichts, aber dieses lose Ende hier abgeschlossen. Und nächstes Mal geht es dann endgültig nach Irithyll of the Boreal Valley zu St. Aldridge und was auch immer sonst da auf uns wartet. Und ich weiß noch nicht, was wir für ein inhaltliches Thema uns raussuchen, aber es wird wieder ein bisschen philosophischen Inhalt auch geben. Das ist ja, wie gesagt, gestaltet sich ja schwierig, weil man, wenn man noch nicht weiß, was in diesen Spielen so passiert, schon sehr viel Konzentration braucht, um nicht die ganze Zeit zu sterben. Und dann wird das mit dem Reden so ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn das, was geredet werden soll, komplizierter ist. Gibt es keine gute Lösung für, macht auch nichts, finde ich. Die Bilder sind ja schön, also gerade hier Irithyll. Es ist schon ein sehr, sehr schönes Design mal wieder. Auch diese leuchtenden Fenster, so merkwürdig die jetzt wieder sind in dieser Welt, dass da überall Licht brennt, aber es brennen ja auch überall Kerzen. Huch. Ah, Scheiße. Das Spiel geht mir auf den Sack. Okay. Das muss ich jetzt noch anhängen. Weil so geht's nicht. Das ist gerade unerwartet auf dieser Brücke. Ein Bossfight veranstaltet worden, ohne Vorwarnung, ohne Fog, der einen darauf hätte hinweisen können, auch ohne, ich habe jetzt extra noch einen Ember drauf.
aufgetan. Aber das habe ich nicht genug nachgedacht. Ich bin ja hier mit Ember angekommen und ich hätte, glaube ich, gesehen, wenn hier irgendwo ein Summon-Sign wäre. Es gibt kein Summon-Sign. Es sei denn, das ist hier irgendwo hinter einem Stein versteckt. So, dass man es nur findet, wenn man schon weiß, dass hier gleich ein Bossfight kommt. Das ist aber auch nicht der Fall. Das heißt, das muss man alle erledigen. Bisschen nervig. Gucken wir mal, was passiert. Er taucht einfach auf. Oh. Okay, das ist ganz amüsant. Ich glaube, das war ein Gaping Dragon, der im ersten Teil ja auch schon ein Boss war. Geht der Vogel dann jetzt auch wieder weg oder kommt noch einer? Ah, Dark Spirit Aloysius. Luja Sogi. Spirit Aloysius. Sehr schön, der möchte sich nicht von einem schießen lassen. What the fuck is this shit? What? Was soll das denn schon wieder sein? Das Spiel ist. Ich kann doch nicht dauernd hier neue Mechaniken erfinden, um mich zu ärgern. Nein, was ist denn das? Was ist das? What the fuck? What the fuck? Das sah aus wie ein Parry, aber ich habe ihn gar nicht angegriffen. Der kann mich nicht. Der kann mich gekontert haben. Immer neu. Das Schöne ist, und das Spiel denkt sich immer neue Frustrationen für mich aus, und das nicht so Schöne ist, dass ich unverändert anfällig dafür bin. So, ich will jetzt als erstes wirklich wissen, ob dieser Typ ein Spieler war oder ein Spielereignis. Und da er jetzt nicht wiederkommt und am Ende gewunken hat, war es vielleicht auch ein Spieler. Vielleicht war er deswegen so gut. Da. Ah.
ist High Wall of Lothric und da oben ist die Farron Keep Außenstelle. Verstehe. Ja, gut. Aloysius kommt nicht zurück. Der Gaping Dragon ist besiegt. Die Folge ist beendet. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Was ich gesagt habe, gilt. Es gibt wieder ein interessantes Thema rund um Stoizismus. Lassen wir uns überraschen. Tschüss.